Soeben wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum Nachhaltig-Leben-Erweiterungspack veröffentlicht, den ich in diesem Video für euch analysieren möchte. Der Trailer startet mit einer neuen Sicht auf die neue Welt von Evergreen Harbor. Hier kann man nochmal die etwas vermüllte Version dieser Welt erkennen, in der auch eine alte Waschmaschine sowie eine Badewanne herumsteht. Die Kinder spielen im Müll und so wie es aussieht, sind die Fliegen nicht nur Deko, sondern man wird mit diesen interagieren können. Falls die Sims sich hier auf einem öffentlichen Bereich aufhalten, können sie auch mit diesem Sofa hier interagieren. Ebenfalls ein kleines cooles Detail, das neue herstellbare sprudelnde Wasser ist hier ebenfalls in einer 6er-Packung und nicht einfach als einzelne Flasche verstaut. In der nächsten Szene haben die Sims ein Techtelmechtel im Müllcontainer, ebenfalls eine neue Interaktion, die wohl in echt unfassbar ekelhaft wäre. Neben der neuen Containertapete im Spiel kann man in den wenigen Sekunden auch viele neue coole Objekte wie dieses Wandregal, dieses blumige Dekoobjekt, das Bücherregal oder auch gefühlt alle Objekte aus dem oberen Stockwerk entdecken. Damit die Region sauberer wird, muss man auch seine Nachbarn davon überzeugen, mehr für die Umwelt zu tun. Dafür holt der Sim eine Liste heraus und versucht den anderen Sim davon zu überzeugen, doch auch zu unterschreiben. An neuen Aktionstagen gibt es unter anderem einen Tag ohne fließendes Wasser, den die Sims meistern können. In der nächsten Szene sieht man einen großen Steinbruch. So eine Art von Landschaft hatten wir bei den Sims auch noch nicht. Der Traum von Nox ist es, einen eigenen Community-Garten mit den neuen vertikalen Pflanzentöpfen und Insektenboxen zu eröffnen. Hier sieht man ebenfalls, dass wir die Insekten auch zu Gerichten verarbeiten werden können. An neuen Insekten stehen Grillen, Maden und Käfer bereit. Letztere können ebenfalls auch als Biobenzin für den neuen Stromgenerator benutzt werden. Gemeinsam stimmen aber alle für ein Grundstück zum gemeinsamen Herstellen ab. Die Müllverarbeitungsmaschinen kennen wir ja schon aus dem ersten Trailer. Es scheint jetzt aber auch Klamotten zu geben, die sich vom Aussehen noch besser zum Handwerken eignen. Jetzt sieht man auch die Maschine, mit der man den sprudelnden Saft herstellen kann, etwas besser in Action. Kann es sein, dass die Gefäße rechts, die man auch schon im ersten Trailer gesehen hat, die Farbstoffe für die Kerzen darstellen sollen? Total cool, es gibt auch karierte Kerzen. In der nächsten Szene springt mir besonders dieser neue Wagen ins Auge, welcher hier auf einem Rad steht. Bei Bess kann man in Projekte investieren, welche als Bauplanungsingenieurin arbeitet. Ein neuer Beruf in nachhaltig Leben, neben der neuen Freelance-Fabrikantenkarriere. Wenn ihr alte Möbelstücke habt, könnt ihr diese zu kleinen Teilen verarbeiten und dann mit Hilfe des Fabrikators in neue Möbelstücke verwandeln. Diese neue Dekowand im Hintergrund ist auch sehr schick. Damit wären wir auch so gut wie am Ende vom Trailer angekommen. Wenn ihr eure Welt richtig aufgeräumt habt, wird auch die Straße mit großen Blumen verziert sein. Und noch eine weitere wichtige Information aus dem Blogbeitrag. Die neue Region besteht aus drei Nachbarschaften. Grimm's Quarry, Port Promises mit unter anderem einem neuen Frachtcontainergrundstück und den Confer Station mit dem Bahnhof. Haben euch die neuen Spielszenen etwas positiver auf das neue Pack gestimmt? Übrigens, bei Instant Gaming bekommt ihr das Pack schon für 28 Euro. Schaut mal in der Beschreibung vorbei, wenn ihr euch für das Pack oder auch andere günstige Sims-Inhalte interessiert. Also dann, bis zum nächsten Video.